Komisch, dieser Schlüssel, der sieht eigentlich so aus, als könnte er da reinpassen. Dummerweise weiß ich nicht mehr, wie das Ding am Anfang aussah. Ich glaube, das war so ähnlich, so ein kleines Ding mit Flügeln dran. Hier weg. Wir kommen auch nicht mehr raus. Fahrstuhl ist zu. So, da können wir jetzt nämlich auch irgendwas finden, um die, um den Sicherungskasten aufzumachen. Unsere glückliche Familie, Rose beste Freund auf der ganzen Welt. Diese Geschichte liebt sie. Das Wichtigste in unserem Leben, ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue. Ach so, okay, pass auf. Das sind fünf Sachen, die uns jetzt angezeigt werden. Die wir wahrscheinlich irgendwie finden müssen, zusammensetzen müssen, um hier rauszukommen. Rose bester Freund auf der ganzen Welt war der Teddybär, glaube ich. Diese Geschichte liebt sie, war das Dorf der Schatten. Das Wichtigste in unserem Leben ist eigentlich dann Rose, oder? Ein Hochzeitsgeschenk von Oma. Komme ich jetzt gerade nicht drauf? Ethans Beweis für seine ewige Liebe und Treue dürfte der Ehering sein. Mal schauen. So, wir müssen. Achso, das Hochzeitsgeschenk ist wahrscheinlich. Das Hochzeitsgeschenk ist wahrscheinlich diese Spieluhr, sehe ich gerade. 1, 2, 3, 4, 5. Mal drauf gucken. 1. Ich würde sagen, wir müssen die Dinger in die richtige Reihenfolge bringen, aber wir können die nicht anklicken. Gucken wir uns nochmal um. Mit dieser Tür nicht. Die geht immer auf, wenn man da dran vorbeigeht. Der Teddybär fehlt. Der Film mit dem Teddybär fehlt. Den müssen wir, denke ich mal, finden. Dann müssen wir das Ganze in die richtige Reihenfolge bringen. Ist das einfach so gewollt, dass wir jetzt hier die ganze Zeit hin und her laufen? Dass sich immer, wenn wir einen Raum neu betreten, irgendwas in diesem Raum verändert? Hier hat sich anscheinend nichts verändert. Ich nehme an, dass da der Film drin ist, in dieser Kiste. Wir müssen jetzt erstmal einen Schlüssel finden oder so.
Sehr strange irgendwie alles. Ach doch. Ach so, das meintest du mit Unterarm. Ach, du meintest das, was wir vorhin hatten. Kann er das da nicht rausnehmen? Oder? Okay, das waren drei geschlossene Augen. Gehen wir nochmal da hinten. Ich speichere nochmal. Und dann gehen wir nochmal da hinten zur Tür. Ah. Ah. Gucken wir uns das Auge noch mal an. Das war aber, glaube ich, schon das Richtige, ne? Oder der? Muss das, da passt doch dieses Ding aus dem Arm mit Sicherheit komplett rein. Der muss das doch, muss man doch da rausnehmen können. Ich gerade nicht. Und hier muss doch irgendwo, hier muss irgendwo eine Schere liegen oder so. So, immer noch. Den konnten wir auch nicht aufmachen. Entschuldigung. Ja, weiß ich.
waren die drei geschlossenen, definitiv. Fehlt halt noch was. Komm da so nicht rein. Irgendwo haben wir was übersehen. Da können wir nichts mitmachen. Uiuiui. Wieso können wir hier nichts machen? Ich versteh's nicht. Ich versteh's gerade echt nicht. Ist keinen Sinn. Wir müssen diesen Film finden. Oder erstmal eine Schere. Oder. Es gibt vieles oder einiges, was wir finden müssen, aber irgendwie. Wir haben ja auch gerade halt nichts, ne? Keine Waffen, also wir können nirgendwo drauf schießen oder sonst irgendwie was. Diese Alkado, bla bla bla, was da gerade auf dem Buch stand. Von den Gebirgspflanzen, das erinnert mich irgendwie an diesen Zettel, den wir vorhin gesehen haben. Aber da kommen wir jetzt auch nicht mehr hin. Halt's gerade echt näher. Vielleicht hätten wir erst die Treppe vorhin hochgemusst. Vielleicht hätten wir da noch was gefunden, was wir hier brauchen. Das Problem ist, dass wir hier jetzt gerade nicht wieder wegkommen. Oh, der Rattenfänger von Hameln.
Irgendwo ist hier was. Warum sollte ich jetzt speichern? Wir haben ja nichts geschafft. Ich glaube irgendwie immer noch, dass das Ding aus dem Arm da reingehört. Mund untersuchen. Ah. Da ist der Film. Oh mein Gott. Kann er da nicht gerade mit dem Finger reingreifen? Da brauchen wir nicht Ehre. Also ihr könnt mir sagen, was aber die Dinger, das konnte man doch vorhin noch nicht untersuchen. Jetzt ist ja alles logisch. Da ist der Aufziehschlüssel. Sache, der sah irgendwie so ähnlich aus. So, jetzt müssen wir die in die richtige Reihenfolge bringen. Spiel doch erstmal ab. Irgendetwas stimmt nicht, sagt er. Nee. Einer von euch, wie so ein Ding funktioniert? Also ich denke, der erste ist richtig. Zweite falsch. Nochmal. Irgendetwas stimmt nicht. Oh, bist jetzt bockig? Ich hab doch gefragt, oder nicht? Ja, eine Vermutung habe ich auch gerade. Weiß nur nicht, ob es aufgeht.
Sehr schön. Siehste? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ich habe das jetzt gar nicht wahrgenommen, dass da Kratzer drin sind. Pinzette. So, Pinzette. Das heißt jetzt wieder zum Mund. Zum Mund der Puppe. Ich renne hier so durch die Gänge irgendwann. Das, ey, genau, das habe ich gerade gedacht. Ich wollte gerade noch sagen, ich renne hier so durch und da passiert gleich irgendwas, ey. Oh. Okay, ich werde vorsichtiger sein. Sehr gut. Okay, meine liebe, gute Mia hat mir anscheinend etwas verheimlicht. Mit Sicherheit etwas, was mit dem Baby zu tun hatte. Da stand sie gerade. So, wir müssen jetzt natürlich wieder in das Zimmer mit dem Projektor. So, jetzt müssen wir sortieren, ne? Oder? Eins war der beste Freund, ne? Weiß ich, noch mal gucken. Der beste Freund, die Geschichte, Rose, die Spieluhr und der Ring. Kann ich denn die... Ach so, okay, alles klar. So, der beste Freund. Dann die Geschichte. Wichtigste im Leben. Das Geschenk. Und der Ring. Ein Brunnen. Eine Wiege. Okay. Wir sollen anscheinend irgendwo in einen Brunnen reinklettern. Puppen. Guck mal, das ist die Schere. Abnehmen. Das klingelt doch gar nicht. Wahrscheinlich wird es gleich irgendwann noch klingeln. Gehe ich mal ganz stark von aus. Als hätte ich es geahnt. Bitte, Ethan, hör mir zu. Ich wollte es dir nicht verheimlichen. Mia? Ich wollte dich nicht nochmal verlieren. Ich hatte Angst um unsere Familie. Mia, wovon redest du? Ich liebe euch beide.
Vielleicht hat sie ihren Tod nur vorgetäuscht. Mit der Hilfe von Chris. Es sieht aus, als müsste man da irgendwas einsetzen. Ah, jetzt sind wir hier wieder. Hier von der anderen Seite. Wir sind quasi im Kreis gelaufen. Da war Mia gerade. Ja, wir kommen immer ein Stück weiter. Jetzt haben wir die Schere. Was war das? Ich würde sagen, jetzt haben wir die Schere, können das hier aufmachen. Also die Story, die verdichtet sich auf jeden Fall immer mehr. Und das war ja einfach. Oh, es ist dunkel. Oh, das ist die Treppe, die wir in dem Video gesehen haben. Brunnen. Alter, das ist spooky, ey. Ich schätze, wir müssen da runter. Wir stehen im Wasser. Schlüssel zum Sicherungskasten. Okay. Sonst noch was? Scheint nicht. Oh, irgendwas hat die Wiege kaputt gemacht.